Soziotechnische Systeme sind eine Betrachtungsweise von Organisationen, die sehr integrativ ist. Das heißt, die versucht, sowohl die sozialen Aspekte einer Organisation als auch die technischen Aspekte einer Organisation gemeinsam und in Verbindung miteinander zu betrachten. Im Wesentlichen das Dreieck, das wir vorher hatten, nochmal anders dargestellt bzw. flach gedrückt und in den einzelnen Aspekten nochmal aufgedröselt. Wenn man das macht, dann kommt man zu der Grafik, die wir hier jetzt sehen. Hoppla. Wir sprechen also das, was vorher die Aufgabe war, in dem Arbeitssystem an. Das heißt, unser Arbeitssystem, das ist das Arbeitssystem, das der Zielerreichung dient. Das heißt, es erwartet irgendeinen Input aus der Umwelt und produziert irgendeinen Output, den jemand anderer, der Markt, erwartet. Man kann jetzt soziotechnische Systeme innerhalb der Organisation feingranular betrachten, dann wären Input- und Output-Flüsse, die von anderen soziotechnischen Systemen innerhalb der Organisation kommen. Man kann die Gesamtorganisation als soziotechnisches System betrachten, dann ist das Input und Output das, was von außen, also vom Markt auf die Organisation einströmt. Unabhängig davon gliedert sich dieses primäre Arbeitssystem in zwei Subsysteme, und zwar das sogenannte soziale Subsystem und das technische Subsystem. Das lässt sich natürlich nicht so streng trennen in der Realität, hilft aber wiederum bei der Konzeption, beim Verständnis von soziotechnischen Systemen, wenn man sie bewusst macht, wo denn der jeweilige Schwerpunkt liegt. Und wir finden hier unser Dreieck nur mal ein bisschen anders benannt. Also wir haben im Kern wieder die Aufgabe stehen, die ist hier dem technischen Subsystem zugeordnet, weil sie aus der Genese, also aus der Entstehung des soziotechnischen Systemtheorie heraus immer eine technische Aufgabe war. Das kommt nämlich aus den 1960er Jahren aus der Produktionsindustrie. Das heißt, deswegen sind hier die Aufgaben dem technischen Subsystem zugeordnet und man benötigt Technologie, um diese Aufgaben zu erfüllen bzw. die Aufgaben beeinflussen, die notwendige Technologie. Wir haben dann die Menschendimension hier stehen. Die Mitglieder des sozialen Subsystems sind die, die die Aufgaben ausfüllen, beziehungsweise braucht man für Aufgaben bestimmte Personenanzahl. Diese Personen müssen mit der Technologie arbeiten, haben also hier auch eine Querverbindung. Und letztendlich haben wir die organisationalen Strukturen, das heißt die Rollen, in denen die Mitglieder stecken, also die Aufgaben, die sie übernehmen. Die Aufgaben bestimmen die Rollen, die notwendig sind und die Strukturen, die wir in der Organisation schaffen, um unsere Aufgabenerfüllung zu erledigen. Und die organisationalen Mitglieder nehmen dann diese Rollen wahr und werden unterstützt von der Technologie. Je stärker sie jetzt die Technologie entwickelt in den letzten Jahren, sprechen wir alle von Digitalisierung, muss man eigentlich nochmal genauer auf diese Trennung zwischen Technologie und Mitgliedern schauen, weil es nicht mehr so ist, dass die Technologie nur noch die Rollen unterstützt, sondern dass Technologie genauso wie Mitglieder vielleicht manche Rollen vollständig übernehmen kann, sodass es dann nicht nur zur Mensch-Maschine-Interaktion an einer Aufgabe kommt, sondern zur Interaktion zwischen Technologie, hier kommt zum Beispiel Robotern und Mitgliedern an den Rollengrenzen, sodass nicht nur einzelne Aufgaben so betrachtet werden müssen, sondern jeweils der gesamte Geschäftsprozess in seiner Interaktion. Das heißt, die soziotechnische Systemanalyse wird grundsätzlich einmal komplexer. Es reicht nicht mehr, das soziotechnische System auf einzelne Aufgaben runterzubrechen und dann sich zu überlegen, wie die einzelnen Komponenten zusammenspielen, sondern man muss es integrativ auch noch dazu über den gesamten Geschäftsprozess betrachten. Damit man mit dieser Komplexität umgehen kann, mal da hinten weiterschauen, gibt es Erfahrungswerte, was man denn sinnvollerweise macht, wenn man eine Organisation als soziotechnisches System versteht. Das sind drei Punkte, die man sich grundsätzlich merken kann, die natürlich auch kein Silberbullet sind. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das immer richtig ist und immer funktioniert, aber erfahrungsgemäß ist es so, dass es bei einem soziotechnischen System sinnvoll sein kann,
oder bei einer Organisation ein soziotechnisches System sinnvoll sein kann, relativ kleine und relativ eigenständig agierende Organisationseinheiten zu schaffen. Das heißt, Organisationseinheiten, die auch mehrere Kompetenzen in sich vereinen, heißt wiederum, die mehrere Rollen wahrnehmen können, ohne große also Schnittstellen zu haben, weil sie organisational voneinander weit entfernt sind. Das spielt auch rein, dass die Aufgaben, die eine Organisationseinheit haben soll, zusammenhängend sein sollen. Das heißt, einen inhaltlichen Zusammenhang anhand des Geschäftsprozesses aufweisen sollen. Nicht eine Abteilung macht das Rechnungswesen und eine Abteilung macht die Entwicklung, sondern sinnvollerweise sind diese Organisationseinheiten mit inhaltlich zusammenhängenden Aufgaben betraut. Und jetzt kommt die Technik ins Spiel, die Produktion, also das Produkt, das was technisch rauskommt, das muss in der Organisation verankert sein, spricht also wiederum für eine Prozessorganisation, wenn wir uns auf PKM zurück erinnern, das heißt eine Organisation, die darauf ausgerichtet ist, dass, wie gesagt, Organisationseinheiten relativ kompakt, interdisziplinär aufgestellt sind und ein Produkt vollständig über dessen gesamten Gestehungszyklus begleiten. Das ist natürlich nicht überall möglich und widerspricht da diesem klassischen terroristischen Ansatz. Seit den 1990er Jahren und vor allem dann mit dem verstärkten Aufkommen von Organisationen im Dienstleistungssektor wird das aber immer stärker. Also eignet sich auch vor allem für kleinteiligere Organisationen, für kleinere Organisationen, wo ohnehin vielleicht es notwendig ist, interdisziplinär in Teams zusammenzuarbeiten.